So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Blatt Grün Nuzlocke. Ich bin heute mal nicht allein. Ich habe den lieben Kenji heute wieder bei mir. Hallo. Jo. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nachdem die letzte Folge ja ein bisschen hexlastiger war, also die letzten fünf Folgen waren das, glaube ich, wo die Gegner mich einfach permanent gekrittet haben, mich vergiftet haben bei jeder Gelegenheit oder paralysiert oder sonst irgendwas. Irgendwann reicht's dann einfach. Die Trainer hier haben wir alle schon. Haben wir die eigentlich auch schon gemacht? Nö, da gehen wir einfach mal weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, den Dirk hier vorne und wir haben jetzt wieder die ganzen Biker, die die ganze Zeit mit Smoggern daherkommen. Was ich mit Dirki leider nicht wirklich machen kann. Ja. Eine einzige spezielle Attacke. Gut, okay, hat zwei spezielle Attacken inzwischen, aber Gigasauger trifft die nicht effektiv. Und mit Zerschneider ist jetzt auch nicht unbedingt das Wahre gegen ein Smogon. Das machen wir lieber mit der Skadi. Die hat das schon besser im Griff. Da ist Leimog. Ja. Jetzt schicke ich dich in den Kampf. Yay. Yay. Yeah. Bei Leimog, da müssen wir physisch draufhauen. Der überlebt das sogar. Naja gut, dann gibt es jetzt aber einen kleinen Schlitzer hinterher und dann war's das. Na gut, gegen die kann ich es eigentlich vergessen, mit Dirki irgendwas reißen zu können. Schmeißen wir die Feuer-Pokémon einfach wieder nach vorne. Die brauche ich in der nächsten Arena dann sowieso. Welche Arena wolltest du nochmal fix machen? Fuxania City, also die Gift-Arena. Ah, okay. Und direkt danach kommt Sylph-Co-Gebäude, da hole ich mir dann mein nächstes Teammitglied. Nämlich Lapras. Und dann... ja... dann kriege ich dann auch direkt den Meisterball und dann hole ich mir nur noch den Surfer, damit ich dann ins Kraftwerk komme. Ist ja jetzt nicht mehr schwer zu erraten, was ich mir holen will. Mhm. Ja. Obwohl ich es gerade nicht weiß. Na komm, was ist denn am Kraftwerk? Und vor allem, wenn ich mal wieder einen Ersatz für ein Flug-Pokémon brauche. Ach so. Das ist da so früh? Hm? So ja. Früh ist das da? Ja. Ja, jetzt hat der Dirk hier auch mal wieder was gemacht. Oh, das war der Sascha. Wir haben Bloody besiegt. Yay, Bloody Spiker. Müssen wir ihn demnächst mal darauf ansprechen. So, sagt er zu, hey Bloody, wir wussten gar nicht, dass du Biker bist. Und das ist der Blasius. Blasius, ja. Es ist toll, wenn man so früh irgendwas hat, was Flammenwurf kann. Okay. Das war's mit dem Flammenwurf. Dafür verbrennt er jetzt. Skadi ist jetzt eine Müllverbrennungsanlage. Einige Leute haben gemeint, ich hätte was anderes als Flamara machen sollen aus meinem Evoli. Gut,
gibt bessere Möglichkeiten. Sowohl Blitzer als auch Aquana wären irgendwo sinnvoll gewesen, aber ich wollte einen Flammarer mal haben. Hatte ich beim Playthrough nämlich noch nie. Und danach. Ich glaube mit zwei Feuer-Pokémon. Ja. So. Dann haben wir hier noch den nächsten Biker. Und da oben darf ich mir mal wieder ein Pokémon fangen. Weil auf dieser Route habe ich noch keins. Ich bin immer gespannt, was ich diesmal krieg. Skadi crittet hier. So viele Smoggern. Skadi und Konshan sind die einzigen, die die Smoggern effektiv wegräumen können aktuell. Was der Grund ist, warum die gerade ein bisschen überlevelt sind. Ja. In dem Bereich gibt es ja sehr viele Biker. Ja, ich hatte den ganzen Fahrradweg halt schon hinter mir. Und da sind sie halt nur wahlweise mit Gift oder mit Kampf-Pokémon gekommen. So, Level 35 für Skadi. Hui, das hat ordentlich was auf die Verteidigung gegeben. Na gut, wenn sie die ganze Zeit Smoggons verprügelt, ist das kein Wunder. Die geben Verteidigungs-EV. Na, dann schauen wir mal, was wir hier auf dieser Route finden. Knuffenser habe ich schon. Rein theoretisch könnten wir auch mal versuchen, was zu angeln. Wasser-Pokémon habe ich in letzter Zeit nicht mehr allzu viel gefunden. Ja, ich glaube, ich angel einfach mal was, oder? Ja. Ich meine, die Profi-Angel müsste ich schon haben, wenn ich mir die schon geholt habe. Ja, die Profi-Angel habe ich. Ich könnte natürlich auch warten, bis ich die Super-Angel habe, weil die kriege ich weiter oben auf der Route. Warten wir die einfach mal ab. Oh, da gibt es einen Doppelkampf. Dürfen mal Veit und Dirki machen. Die beiden brauchen nämlich noch ein bisschen Training. Die Zwillinge Bertha und Enke sind das. Ein Glumanda und ein Shiggy. Hätten beide schon Glutexo und Shillock sein können. Ja. Du haust mal den da weg und du verprügelst den da. Dann haben wir die beiden auch. Das da sieht mir nach Vogelfänger aus. Na, das Ich sind dachte die. eher, dass wir den Angler haben. Ich meine, das ist ein Vogelfänger. Oh, ein Vogelfänger. Vogelfänger Genadi. Oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Inadi. Ibitak. Natürlich, jetzt geht mal wieder der Steinhagel daneben. Ja, er macht ja nur Verfolgung, aber krittet damit.
So, das ist auch ein Vogelfänger hier. Und hier sind sehr viele Vogelfänger in der Gegend. Ein Porenta. So langsam werden die Gegner wieder ein bisschen zu schwach für das, was wir hier dabei haben. Ja gut, die Route ist ja erst unbedingt. Am Fahrradweg habe ich mich so minimal overpowered, also da wurde ich ziemlich overpowered von meinen Gegnern teilweise. So. Ja, ich kann Dirkie und Veit leider nicht gegen Flug-Pokémon kämpfen lassen. Das ist mein Problem. Ja, klar. Das ist logisch. Der Anton. Und wenn den Abend. So, du erreichst jetzt erstmal Level 35. Könnte es sein, dass du auch eine Elektro-Pokémon hast? Ich habe einen Voltoball. Oh ja, stimmt. Okay. Aber ich bin jetzt nicht so unbedingt der Mega-Fan von Voltoball und Elektroball, weil das Ding nicht sonderlich stark ist. Also ich hatte mal eins in einem Playthrough auf, also in meiner Smaragd-Nuzlocke, die ich damals privat gespielt habe, hatte ich einen Elektroball. Das hat sogar bis zum Ende im Team. Was aber auch hauptsächlich daran lag, dass ich irgendein Elektro-Pokémon gebraucht habe für diese Edition, weil wenn du Smaragd mal kennst, ab der zweiten Hälfte von dem Spiel hast du eigentlich fast nur noch Wasser-Pokémon als Gegner. Okay. Und der Champ hat auch Wasser-Pokémon als Team. Da war es irgendwo logisch, dass ich da mit Elektro-Pokémon rankommen musste. Oder Pflanze, ja. Ich hatte einen Blubella auch dabei. Es wurde mir dummerweise in der Top 4 weggekrittet. Den Eisstrahl hätte der Kleine überlebt. Aber das war ein Crit. So, wir haben schon wieder einen Vogelfänger. Ich lasse jetzt einfach mal den Sword hier ran. Der kann die nämlich auch gut weghauen. Nicht so gut wie du, aber der kann sie auch weghauen. Aber ich will noch ein paar Steinhagel-AP aufheben. Für den Notfall. Der Vincent, der hat einen Tauboga. Level 29, ja, das geht ja. Wirbelwind. Ja, gut, dein Problem. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Ja. Dann kommt ein Ibitak. Das darfst jetzt trotzdem du wieder machen. Ich finde es sehr interessant, dass du schneller bist als ein Ibitak. Echt? Ja. Ich fand das auch schon interessant, dass du in Major Bobs Arena das Raichu überholt hast. Also hier kann ich es mir noch irgendwo erklären mit 6 Level Unterschied. Und die Tatsache, dass du ein Innes Plus Wesen hast, aber es erschließt sich mir nicht ganz, dass du das Raichu von Major Bob damals überholt hast. Das fand ich echt sehr faszinierend. So. Das ist noch ein Vogelfänger, oder? Die wollen mich doch jetzt verarschen. Okay. Sorti, du darfst weitermachen. Viel zu viele Vogelfänger hier. Vielleicht gibt's auch einfach viel zu viele Vögel. Hier in der Gegend gibt's... Oh. Also den müssen wir jetzt ganz besonders verhauen. Du Malte. Ja. Malte. Jetzt gibt's Rache. Vogelfänger haben Malte. Okay, mir ist gerade gesagt worden, dass es in einer Viertelstunde Essen gibt, aber zu lang können wir noch machen. So, aber erstmal Malte. Das war für die Herzattacke von Anna
bei Schwarzhorn. Das war für das Sägeblatt in Schlacht um Orgrimmar. So, hast du auch noch was, wofür du dich am Malte rächen willst? Keine Ahnung. Mir fällt da nichts Spezifisches ein. Dann war das für die ganzen unzähligen Vibes. Und jetzt kommt noch ein Ibitak. Mal schauen, ob du es nochmal überholen kannst. Wobei, das Ding ist Level 26, das überholst du locker. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich die Landroute, bevor ich den Fahrradweg mache. So, wir haben Malte besiegt. Aber sein Geist wird nach wie vor im Serverschrank herumspuken. So. Und noch ein Vogelfänger. Ja, jetzt haben wir es aber bald mit den ganzen Vogelfängern. Demnächst kommen wieder ein paar Wasser-Pokémon, weil es jetzt langsam Richtung Küste geht. Und mal schauen, vielleicht kann ich mir ja sowas wie ein Sepa angeln. So ein Seemon wäre echt cool. Dodu. Ja, bleiben wir gleich drin. Ich würde liebend gerne Veit und Dirki weiter trainieren, aber gegen so viele Vogelfänger geht das einfach nicht. Also in einem normalen Playthrough würde ich sagen, ja komm, machen wir. Aber in der Nuzlocke, nein. Nicht mit mir. Auch erledigt. So, da haben wir jetzt wieder einen Biker. Darf auch Sorti machen. Der kann auch relativ gut mit Smogon und Slimers umgehen. Das ist der Biker Hiob. Ob der nicht Hiobs Botschaft für uns hat? Hiob. Das Schöne an Sorti ist, der kann wenigstens nicht vergiftet werden. Und seitdem er ein Golbat ist, macht er auch einen echt guten Job. So. Windschnitt. Oh. Wie stark ist Windschnitt hier? 55, aber hohe Crit-Chance. Ja. Also gut, Flügelschlag ist besser. Aber hohe Volltrefferquote können wir unter Umständen mal ausnutzen. Ist die Frage, ist mir das wert, dass ich irgendeine Attacke dafür wegmache? Weil Geheimpower ist eine solide Normalattacke, bis es hier eine nette Möglichkeit für ihn noch speziell anzugreifen, und Konfusstrahl hat immer seinen Charme. Ja. Ach komm, ich lass es. Soll er seine Attacken behalten. Und dann Smogon. Ja. Konchan darf auch mal wieder. Flammenwurf ist eigentlich eine viel zu starke Attacke für diesen Zeitpunkt des Spiels. Naja, das wählt halt unter die Kategorie von Attacken, die, oh, es entwickelt sich. Tut er nicht. Der darf sich noch nicht entwickeln. Der wird. Aber er darf sich nicht entwickeln. Nee, darf er nicht.
Er darf sich erst entwickeln, wenn ich den Nationaldex habe, und den kriege ich erst am Ende vom Spiel. Okay. Der hätte sich nämlich schon mit Level 24 entwickelt. Seitdem habe ich ja jedes Mal den Entwicklungsabbruch. Oder was? 27? Was ich sagen wollte, ist, Rumble fällt unter die Kategorie von Attacken, die in Early Game extrem stark sind und teilweise overpowered, aber späteren Spiel dann abfallen. Also zwar immer noch stark sind, aber nicht Flammenwurf overpowered. Flammenwurf ist immer noch eine der stärksten Attacken, auch wenn sie die in Gen 6 genervt haben. Aber du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja, also im Early Game mehr als OP. Später dann weniger. Gut, ich probier's jetzt einfach mal. Dirki muss ein bisschen weiterkommen. Gut, ich kann Habitax mit Säure one-hitten. Das ist schon mal etwas. Der lauter Kleine, da könnte das irgendwie noch klar gehen. Famous last word. Dirki hat ja einen super Angriffswert, das darf man ja hier auf keinen Fall unterschätzen. Er hat nur nicht unbedingt die besten Attacken dafür. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen. Für diese sind wir ja jetzt doch schon ein gutes Stück überlevelt. Die Übertragung ist heute extrem gut, muss ich dazu sagen. Ach ja? Ja. Okay. Keine Lags oder sonst oder irgendwelche Standbilder zwischendrin heute? Also, es läuft sogar fast flüssig.